Hallo, dort draußen. Hier bin ich wieder. Oder dort drinnen. Vermutlich befindest du dich innen, da wir ja momentan Winter haben. schön, dass du wieder dabei bist. Hier weigert er sich irgendwie strikt, das Stromkabel zu installieren. Dann lasse ich das jetzt einfach hier liegen. So. Püh. Davon lassen wir uns doch nicht beeindrucken. Wir hatten die Werkstatt gebaut. Wir hatten diesen ganzen Flügel hier gebaut. Voll geil. Wir können mittlerweile 80 Häftlinge aufnehmen. Und da wir noch sehr viel Geld über haben, werde ich jetzt einfach mal nochmal klonen. Einfach mal nochmal. Na, ihr wisst schon. So, das ist mit Wand. So. Dann würde ich das hier nochmal klonen. Tja. Dann nehme ich die beiden und dann klone ich einfach das hier. War das so richtig? Ja, das müsste so richtig sein. So, dann können hier nämlich nochmal 10 hin. Dann sind wir schon bei einer Kapazität von 90. Wir sollen eine Kapazität von 100 haben. Und einen Kontostand von 100.000. Das heißt, wir müssen uns zum Schluss etwas gedulden. Und betrachten dann vermutlich einfach nur das Gefängnis. Die Fliesen. Naja, habe ich mir irgendwie cooler vorgestellt. Vielleicht ändere ich das doch nochmal einfach nur in. Ich muss es einfach tun. Ich finde die Mod so cool, dass man einfach noch andere Farben verwenden kann. Das finde ich schon sehr, sehr praktisch. Und die ist immerhin aktuell. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Bug irgendwo festgestellt. Die hängen ja alle in der Rezeption ab. Warum auch immer. Ach, die hat schon eine Panzerweste. Wo hat sie die denn? Eigentlich dürften sie noch gar keine haben, oder? Es geht erst mit der Rüstkammer. Dachte ich eigentlich. Genauso wie der Taser. Bewaffnete Waffen müssen sich diese Ausrüstung in der Waffenkammer abholen. Genau, und das stimmt damit auch, ne? In der Waffenkammer abholen. Tja, keine Ahnung. Vielleicht habe ich die erst danach eingestellt, sodass sie dadurch schon eine hat oder so. Ich bin mir nicht sicher. So. Unser Elektrizitätswerk ist so langsam auch im Anschlag. Also, falls wir hier noch große Sprünge tun wollen, müssten wir ein neues bauen. Aber ich glaube, ich sehe auch schon einen Ort, wo sich ein Elektrizitätswerk noch ganz gut machen würde. Das kann ja zum Glück auch draußen stehen. Würden hier sogar zwei reinpassen? Ich glaube nicht, ne? Objekte. Das ist ja immer so und dann nochmal so. Nee, das geht, glaube ich, nicht. Macht nichts. Dann kommt das ja immer direkt in der Mitte. Versorgung. Dann kommt da irgendwo eine Personaltür hin. Ja, was soll's. Passt schon. Oh. Und dann müssen wir hier erstmal die abreißen. Ich hoffe, die reißen das jetzt ab, bevor die den anstellen. Ich warte mal noch mal kurz. Jetzt muss ja sowieso erstmal die Tür gebaut werden. Ach, ich hatte ja das oben in Auftrag gegeben. Das heißt, sie rödeln gerade erstmal rum. Bis sich hier jemand drum kümmert. Jetzt. So. Und dann baue ich das erstmal so. Und dann ist die Frage, dann lasse ich den Strom hier abbauen und baue den dafür hin.
Oh, war ja. Und lasse das hier noch abreißen. Und verbinde dafür den hier damit. Ah, sehr gut. Jetzt müssen hier nur noch die Beine hier liegen, dann haben wir hier auch wieder Licht. Oh, das ist hier hinten noch irgendwo verbunden. Küche, Zellentrakt hier oben. Ich glaube, das sollen die hier mal kappen. Ja, sehr gut. Da kümmert sich schon wer drum. Und dann wird das hier wieder neu verbunden. Das ist in Ordnung so. So, dann wird der fast zu wenig genutzt, aber das ist in Ordnung. Und der hier hat auch noch, ja, gut was in petto sozusagen. Ach, sieh an. Da wurde das Cyan gebaut. Ja, ist schon eine schicke Farbe, muss ich schon sagen. Materialien. Habe ich hier noch ein zu wenig? Nö, eigentlich. Ja, passt so, würde ich sagen. 100 Insassen. Jetzt fehlen noch 10. Jetzt ist die Frage. Ist das hier wieder so ein Stromverweigerungsdingens? So, jetzt vielleicht? Nö, interessiert keinen. Das ist doof. Die Gefangenen wollen mich gleich essen. Leute. Ah, jetzt. Jetzt kommt da wer. Sehr gut. Er hat eins gelegt. Nein. Leg bitte noch eins. Komm schon. Ich glaube, da kommt der nächste. Manchmal, nein, der geht auch darüber. Was machen die denn da? Legen die dann noch Strom? Müsste das nicht alles schon fertig sein? Komm schon, hier. Interessiert die gar nicht. Interessiert die gar nicht, dass meine Gefangenen nichts zu essen bekommen. Hey. Oh Gott, gleich rasten die aus. Leg bitte wer den Strom. Die können doch nicht arbeiten so. Hallo. Warum macht das keiner? Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Jetzt kommt da wieder einer an, der legt wahrscheinlich wieder nur eins. Ah, endlich. Endlich. So, Razzia. Die Leute gehen schlafen. Wir können übrigens wieder 20 Leute mehr aufnehmen. Oh, der Wahnsinn. Zwei Familien warten auf Besuch. Beschaffen Sie über das Zuschusssystem Geld. Ja gut, das machen wir die ganze Zeit. 30 Nummernschilder. So, jetzt stellt sich die Frage, wie wir hier genau weitermachen. Denn eigentlich wäre der Zellenblock ja wieder hier. Und hier wäre kein Durchgang. So wäre das dann. Und so. Eins, zwei, drei, vier, fünf,
6, 7, 8, 9, 10. Das erscheint mir zu lang. Ja, weil das nicht hier zu Ende ist. Okay, das kommt weg. So, und dann hätte man hier wieder den Duschraum. Ja, ich glaube, das mache ich einfach so. Momentane Schlafenszeit. Ich muss sowieso erstmal das Fundament legen. Also hier wäre die Wand. Oh. Und hier wäre die Wand. Ich würde erstmal, glaube ich, nur die Seite bauen. Das heißt, ich lege hier wieder das Fundament. Gebe ich schon mal einen Auftrag. Ich ziehe es einfach mal komplett durch, auch wenn ich das noch nicht komplett bauen will. Und da noch hin. Und hier kommen dann die Wände weg. Momentan ist es aber so, dass sie dann flüchten könnten, glaube ich. Deswegen warte ich erstmal noch mal kurz. Okay, wir haben noch 26.000. Wie schnell das immer geht, ne? Dass es dann das Geld wieder verschwindet. So ein paar Zellen gebaut hier und dann wieder so. Nö, nö, nö. So, die Razzia wurde beendet. Es wurde kein Tunnel gefunden. Was ist denn los mit denen, dass die gar keine Tunnel mehr buddeln? Wurde da irgendwas gepatcht? Ich vermisse die ja fast ein bisschen. Was ich noch brauche hier oben ist eine Patrouille. Da reicht einer, da sind ja nicht so viele Zellen. Und... Ach so, in der Duschzeit... Genau, das ist diese Zeit... Da latscht hier auch nochmal einer hin und her. Die Isozellen sehen auch relativ gut aus. Also die sind nicht ausgelastet oder so. Auto speichern. Ah, Zugang benötigt. Jetzt können wir hier die Wände abreißen. Die beiden sollen es sein. Und dann würde ich gerne mal wieder die mittlere Geschwindigkeit. Dann hätte ich hier gerne auf jeden Fall auch wieder Metalldetektoren. Oh, was ist da los? Wo war das? Muss hier oben irgendwo gewesen sein. Ja, scheint aber nichts Großartiges passiert zu sein. Ja gut, wir spielen momentan ja auch mit den Grauen. Die Grauen sind relativ harmlos. Muss man ja schon zugeben. So. Dann brauchen wir hier unten auch wieder die Versorgung. Und zwar auf der Höhe. Und Wasser brauchen wir da unten. Das kann ruhig dahin. So. Oh, wie die hier fleißig im Gange sind. Besucher, Anwälte. Das gefällt mir alles sehr gut. Ein Häftling muss bald entlassen werden und zwei Häftlinge sind bereit für die Bewährung. Das gefällt mir. Die Kantine wird auch gut benutzt. Freut mich. Jetzt haben sie alle Hofgang. Hier mit dem Einergang. Ja, ist vielleicht nicht so ganz optimal. Aber was soll's. Das ist schon in Ordnung so. Dann würde ich gerne wieder klonen. Und zwar sind das diese Zellen hier.
Mitte Wand rechts und oben. Oben auch mit Wand, okay. So ist das dann nämlich. Und so. Und dann haben wir hier hinten eins, zwei fehlen hier noch. So müsste das eigentlich sein. Nein! Ach, verdammt. Objekte, alles weg. Räume, alles weg. Und nochmal. Zwei Zellen. Ohne Wand hin. Nein, mit Wand. Mit Wand! So, jetzt müsste es stimmen. Und dort hinten haben wir wieder die Duschen. Die Dusche, Dusche. Die sieht so aus. Und so. Und natürlich bekommen auch die hier hinten Duschköpfe. Sonst bringen die ans Dusche ja nichts. Klingt logisch, oder? Dusche. Dusche, das hier hinten ist. Ich könnte die natürlich auch so klein machen. Nein. Ja, so ist es halt doof, weil dann kommt halt das ganze Wasser raus. Habe ich da? Ja, habe ich. Die Wand. Die Wand, die Wand. Versorgung. Okay, da fehlen noch die kleinen Rohre. Ehrlich gesagt habe ich noch gar nicht versucht, die Rohre zu klonen. Vielleicht geht das ja auch. So, dann kriegen alle noch Wasser. Wasser. Ach ja. Ich glaube, es wird wieder Zeit für eine Folgenpause. Wir sind mittlerweile bei 97 Zellen. Es müsste jetzt aber. Die letzten drei sind hier noch mit Ausrufezeichen. Das heißt, es werden gleich 100 sein. Das heißt, die nächste Folge könnte tatsächlich die letzte Kampagnenfolge sein. Und danach gibt es endlich ein eigenes Gefängnis. Ja, geil. Ich freue mich. Und schön, dass du wieder dabei warst. Ich denke, ich werde in der nächsten Folge mal wieder beobachten, was hier mit dem Essen los ist und so. Eigentlich sieht das ganz gut aus. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Dankeschön fürs Zuschauen und baut keinen Mist, sonst landet ihr im Bau. Hihi, das war ein Wortspiel. Tut mir leid. Bis zur nächsten Folge. Ciao.